Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der SPD greift ja ein sehr elementares Thema auf, und zwar die langfristige und nachhaltige Förderung von Demokratie- und Präventionsprojekten. Und wenn man noch mal in die Geschichte schaut, dieser Bundesprogramme, denn darüber diskutieren wir ja. Wir reden ja nicht über politische Bildung seitens der Landes- oder Bundeszentrale für politische Bildung oder Ähnliches, sondern wir reden ja über die Bundesprogramme, die es derzeit schon gibt und die einen sehr langen Vorlauf haben. Und zwar ist es so, dass die ersten Präventionsprojekte ja in den 90er Jahren gegründet wurden, aus einem ganz einfachen Anlass. Es gab Anfang der 90er Jahre eine Serie von rassistischen Anschlägen, auch hier in Nordrhein-Westfalen, die wir hier erleben mussten. Und daraus und aus der Konsequenz, die man dann gezogen hat, haben sich Präventionsprojekte entwickelt. Ich könnte zum Beispiel namentlich das Programm IDA NRW nennen. Das ist genau wegen des Anschlags in Solingen eben auch entwickelt worden. Das Land hat gesagt, wir fördern das, und es wird auch heute noch gefördert. Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, die wir haben die Aussteigerberatung, und seit 2011 haben wir hier im Land auch die Beratung von Opfern für rechtsextremer und rassistischer Gewalt, die vom Land gefördert wird, aber eben auch aus dem Bundesprogramm. So, und dann ist es so, dass man sich dann ehrlich gesagt aber schon auch ein bisschen fragen muss. Ja? Wir hatten den Untersuchungsausschuss NSU nicht nur hier im Land, sondern ja auch mittlerweile zwei Stück im Bund. Die haben sehr deutlich gesagt, wir brauchen diese langfristige Finanzierung. Das haben alle im Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen so anerkannt und gesagt, wir brauchen die langfristige Finanzierung. Und gerade weil wir in Nordrhein-Westfalen ja erleben, dass es solche demokratiefeindlichen Bestrebungen und Organisationen gibt, nur mal um die Zahlen zu nennen, jeden zweiten Tag wird in Nordrhein-Westfalen ein Mensch Opfer von rechter Gewalt. Das geben die Zahlen her, sogar häufiger als jeden zweiten Tag. Und da rede ich jetzt nur über das Phänomen Rechtsextremismus. Ich bin noch gar nicht beim Phänomen Salafismus. Ja, und gerade wir in Nordrhein-Westfalen müssen klar sagen, wir brauchen diese Programme. Wir werden das sehr genau beobachten. Und vielleicht letzte Bemerkung, ich weiß, die Redezeit ist auch vorbei. Heute ist der internationale Tag gegen Rassismus. Ich hätte es für ein gutes und für ein sehr starkes Signal gehalten, wenn wir gerade an so einem Tag so ein wichtiges Thema gemeinsam beschlossen hätten. Ich finde das sehr schade, dass das nicht der Fall ist, weil ich glaube, das wäre ein wichtiges Signal gewesen, gerade an diesem Tag. Die Baustellen sind riesig. Wir müssen gegen Demokratiefeindlichkeit, gegen Rassismus vorgehen. Und da sind wir alle miteinander gefragt. Herzlichen Dank.